So, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich hoffe zumindest, dass das jetzt was gebracht hat. Ich habe alle Anschlüsse nochmal getestet, habe mein Mischpult mal aufgeschraubt. Und muss gestehen, das hat so ein bisschen was gebracht, weil da war noch ein Wasserrest drin. Ja, ich hoffe jetzt allerdings, dass das... Ich hoffe, dass es das war. Also, wie bin ich vorgegangen? Ich habe das Mischpult an der Seite aufgemacht, habe die Wasserreste rausgemacht. Diese kleinen waren nicht ganz, war nicht wirklich viel drin. Und habe das erst ganz normal mit einem Saugfegen, also mit Küchenrolle sauber gemacht, also trocken gemacht, und bin dann nochmal mit einem Reinigungsmittel dran gegangen, was für technische Geräte benutzt wird, und zwar Isopropanol. Also ich gehe da immer ganz gerne mit Isopropanol ran und mache das ganz gerne so. Ja, habe das halt nochmal vorstellen mit Isopropanol gereinigt und dann nochmal getrocknet, weil Isopropanol ist ja relativ schnell. So, von daher, vielleicht kann ich das machen wie mit seinem Kollegen. Ja. So, die Drachensnapper selbst sind alle gar nicht so ein Problem. Wenn du es schaffst, sie halt einzeln irgendwie hinzukriegen, dann kann man mit denen ruhig so ein bisschen spielen. Aber ansonsten sind die halt echt ein harter Brocken. Ja, ich hoffe jetzt zumindest, dass es genau das Problem gewesen ist. Ansonsten halt doof gelaufen. Ich habe auch nochmal das andere Mikrofon angeschaltet, um zu gucken, ob der große Anschluss, der XML-Anschluss, glaube ich, oder XLR, Entschuldigung, ob der vielleicht irgendwie Probleme macht. Aber das war nicht der Fall. Da ist nichts. Warum liegt denn hier die Wache noch rum? Wir sind doch alle tot. Und hier ist auch alles leer. Naja, aber hier gibt es noch was zu holen. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Die sind jetzt alle unterwegs Richtung hier Sonnenkreis und wollen das Auge Innos fertig machen. Allerdings gibt es Folgendes, wenn wir das Auge Innos jetzt, wie heißt's, fertig bekommen, kommen wir direkt ins vierte Kapitel. Ich möchte da aber noch nicht hin, weil ich mich noch nicht bereit dazu fühle. Also wahrscheinlich bin ich sogar, aber trotzdem möchte ich halt hier noch ein bisschen Zeug abgrasen. Gehört halt alles zum Spiel dazu, ne? Muss man halt so machen, nehmen wie es ist. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich irgendwo Suchende und so einen Scheiß finde, weil im vierten Kapitel ist hier wahrscheinlich echt nochmal Respawn und dann habe ich keine Lust, zigtausend Monster auf einmal zu begegnen. Deswegen mache ich das alles in Ruhe. Ich nehme mir auch Zeit für das Spiel. Jo. Mal jetzt hier nochmal den. Ist eigentlich so ganz in Ordnung, ne? Ja, sollte so kein Problem sein. Ich hoffe zumindest von der Lautstärke geht's. Naja, höre ich dann. Jo, das Mischpult scheint jetzt sich wieder gefangen zu haben. Also da gab es wirklich diese ein, zwei Wassertropfen. Da haben, glaube ich, echt elektrische Verbindungen hergestellt. Oh, da unten ist ein Troll! Elektrische Verbindungen hergestellt, die so nicht, die so ein Rauschen verursacht haben. Oh, da unten sind zwei Trolle. Lecko mio. Also wenn ich da runterfalle, geht's abwärts. Ich muss mal gucken, ob ich es irgendwie schaffe, die so ein bisschen. Ja, zu kriegen. Hier gibt es noch ein paar Monster. In dieser Höhle gibt es auch keinen Respawn oder so. Deswegen speichere ich hier mal. Und ja, mal gucken, wie weit wir jetzt heute kommen, aber ja,
Vergesst's. Aber wenn die schon Zettel ziehen hier. Also wenn die schon die Schwerter ziehen, bevor ich hier überhaupt in das Dingsbums reinkomme, dann ist es ein bisschen arg. Aber haben wir ja noch hingekriegt. Ja. Naja. Auf jeden Fall, diese elektrischen Verbindungen haben mal dieses Rauschen verursacht. Da haben sich wahrscheinlich zwei, drei Kondensatoren berührt und dann halt irgendwie kamen sie mit dieser elektrischen Spannung nicht mehr klar. Das ist halt das Problem, was halt auftritt, wenn Wasser in elektronische Geräte reinkommt. Ja, Zombies sind ja kein Problem, aber die Skelettkrieger, weißt du? Alter, der geht aber echt ab, du. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass es das jetzt gewesen ist. Wäre ganz cool, wenn ich es doch noch... Hat sich die Ausbildung wenigstens gut gelohnt. Ich sag's mal so, vor meiner Ausbildung hätte ich das so nicht hingekriegt. Ja. Ansonsten, wenn es halt jetzt nochmal weiterhin auftritt. Ich habe das jetzt ausgiebig getestet. Ist ja schon ein Stündchen her. Seit der letzten Aufnahme habe ich mich noch mal intensiver damit befasst. Nope. Warte mal, habe ich nicht irgendwas? Ich kann doch... Was frisst der? Oh, 60 Mana, so viel habe ich gar nicht. Shit. Ich könnte mal probieren, ob ich vielleicht mit Dingsbums hier dran komme. Warte mal, ich habe doch einen Feuerball. Die Zombies sind relativ langsam. Hier so ein Skelett ist kein Problem. Ja, so ist es halt nun mal. Zombies sind nun mal langsam. Yo! Keine Ahnung, was mit dem los ist, aber ich will mich nicht beschweren. Da ist nichts zu. Alter Schwede. Ich brauche jetzt dringend mehr Dingsbums. Yo. So, hast du Augen. Nein, ich hab nicht genug Mana. Lecko mio. Ja, mit dem Feuerball kannst du dein Mana schnell verpulvern. Ich brauche jetzt dringend mehr Mana. Nichts zu plündern. Aber gut, wir haben wieder einiges an XP bekommen. Wie gesagt, ich entschuldige mich hier nochmal für die letzten Parts. Das ist sehr blöd gelaufen. Wusste ich aber auch nicht, dass das so mittendrin anfängt. Ja, ich muss jetzt mal kurz das Licht anmachen. Es wird jetzt doch schnell dunkel. Es sind ein paar Wolken aufgekommen. Sekunde.
Sekunde. So. Na, jetzt ist das mit dem Licht schon mal wesentlich besser. Jo, ist auf jeden Fall auch ein Qualitätsunterschied. Kleines Mikrofon, großes Mikrofon. Da habe ich natürlich alles in Ruhe ausgetestet. So. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Nichts zu holen. Obwohl ich hier schon einiges abgehauen habe. Oh, eine Steintafel. Ja, was ist denn das für eine Steintafel? Lebensenergie 3. Oh, plus 15 Lebensenergie ist immer gut. Doch, hat sich gelohnt. Ja, Lebenspunkte will ich eigentlich, Lernpunkte möchte ich eigentlich keine mehr in Magie rein versetzen. Ups. Nope. Keine 2. Nee. Das war mir zu knapp. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ob ich die großen Zauber lernen will, ich glaube nicht. Weißt du was, wir machen das mal so. Ich speichere hier jetzt mal ab. Machen wir jetzt mal kurz den Speed-Dingsbums an. 2, 4, 6, 8, 10 Mana. Plus 4, plus 6. Ich ziehe mir das ganze Mana-Zeug jetzt mal rein und mache zwischendurch mal einen Speicherstand, in dem ich, wo ich das ganze Zeug noch nicht getrunken habe. Und wenn ich dann merke, okay, das war ein Fehler, dann werde ich den ganzen Scheiß nochmal nachspielen. Ansonsten haue ich da jetzt rein, was ich geht. Hier plus 5 Mana. Ich schaue mir jetzt das Mana rein, so gut ich kann. Wenn man B South Park eingibt, wenn man wieder B drückt, kann man sozusagen einen Zeitraffer benutzen. Oh, wir werden jetzt eine richtig krasse Dingsbumsmaschine. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte meine Dunkelpilze nicht wegschmeißen. Muss gleich nochmal. Berechne, wie viel EP ich noch brauche, weil ich muss unbedingt, möchte schon gerne diese 5 Dingsbums, 5 Kronstöckel in Mana-Tränke verwandeln.
What the fuck? So. Bei Pan 70 müsste das nächste kommen. Okay, 50 kann ich noch essen. Die anderen 25 machen keinen Sinn. Also das speichert schon, aber so kann man es besser portionieren. 25 kann ich aufheben. So, jetzt speichere ich mal hier. Wie viel Mana haben wir denn jetzt? Wir haben alles Oh ja, Leute, wir haben unser Mana mehr als bisschen mehr als verdoppelt. Wir brauchen immer noch 264.000. Und haben 257.000. Das sind immer noch 6.000. Also ist okay, finde ich. Ja gut, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt. Oh, Werbung, weißt du? Liebes Apple, es wäre schön, wenn du einen Taschenrechner für den Dingsbums bringen würdest, für das iPad, ohne dass du da auf irgendwelche Gratisteile zurückeifern musst, die dich jetzt mit Werbung vollsperren, wegen dem fucking Taschenrechner. Das musst du dir mal geben, ey. Nee. Ja, eine Tafel wäre ja schon schön hier, ne? Es war schön, dass man hier so eine riesige Höhle hat. Aber wenn da weiterhin nichts drin ist, außer Herausforderungen, dann ist hier doof. Hoffentlich ist hier was Ordentliches drin. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Naja, Essenz der Heilung, es ist traurig, traurig. Na, dann nehme ich lieber mein iPhone, ey. So, naja gut, ich wollte mir ja sowieso irgendwann mal ein neues Mischpult holen, aber trotzdem bin ich froh, das muss noch ein bisschen halten, weil ich will mir jetzt nicht wieder so ein... Ist ja nur so ein kleines, weißt du, ich habe mir das damals gekauft für 70 Euro, glaube ich, oder 60. Da war das noch alles im Kommen. Und jetzt habe ich halt angefangen, jetzt gibt es das Ding sogar für 40, glaube ich. Aber jetzt möchte ich mir halt schon ein besseres holen. Also das nächste Mischpult, was ich mir hole, das kann schon ruhig ein Huni. Das kann ruhig schon ein Huni oder zwei kommen. Nett, aber what the fuck? Was ist das? Kann ich da irgendwas machen? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Krass. Die Frage ist, was ist das? Also wenn es jemand weiß, gerne reinschreiben. Ansonsten, naja, blöd gelaufen. Aber immerhin haben wir wieder einiges an XP bekommen. Das wollte ich hier oben auf jeden Fall. Ich gehe aber noch da runter und lass mir mal was einfallen, wie ich die Trolle besiegen kann. Es wäre nämlich schön, wenn ich die nämlich auch klatschen könnte. Oh, meine Brille muss ich auch noch sauber machen. Ja gut, die halbe Minute kann... Die halbe Minute nehmen wir uns Zeit. Ich hatte einmal auf der Arbeit, das war ganz lustig. Da wollte ich unbedingt, da habe ich mit meinem iPad halt was nachgeguckt. Und da musste ich halt ganz ehrlich sagen, da war ich total in Gedanken versunken. Die hatten einen Spezialauftrag.
und wollte die Oberfläche von meinem iPad sauber machen. Dann habe ich das halt sauber gemacht und es wurde alles super. Und ich habe so gesagt, warum riecht denn das Reinigungsmittel so scharf? Was geht ab? Oh, Krawallner, der Blödmann. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich ganz normalen Glasreiniger nehme. Ja, für ganz normales Glas nimmt man am besten immer normalen Glasreiniger. Gerade bei Touch. Habe ich aus Versehen Isopropanol genommen. Und das ist ja jetzt nicht so geil. War ich hier drin schon? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja, hier drin war ich schon. Naja, auf jeden Fall habe ich halt mein iPad mit Isopropanol sauber gemacht. Ich so, fuck. Ihr Ausbilder, ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. Also was denn? Ich habe mein iPad jetzt aus Versehen mit Isopropanol sauber gemacht. Ich so, da kann es jetzt sein, dass du dir die Touch-Funktion kaputt gemacht hast, weil das Zeug ist halt wirklich aggressiv. Es hat 99,9%iger Alkohol. Und es ist für Touchscreens nicht so gut. Glück im Unglück. Zum Glück war das Touchpad echtes Glas und nicht irgendwie so ein Kunststoff-Touchpad. Das bedeutet, das kannst du mal verkraften. Ist auf Dauer nicht gut. Das bedeutet, ich hatte halt Glück, dass das jetzt nicht so schlimm war. Aber das soll jetzt auch nicht. Soll jetzt auch kein Freifahrtschein sein. Gut, ich will jetzt hier mal speichern. Ich glaube, Eisblock bringt nichts. Ich glaube, die Zauber sind alle wirklich einfach zu schwach für die Trolle. Das Problem ist, wenn er mich halt einmal haut, den kannst du halt auch nicht ausweichen. Yo, ich hab's geschafft! Just don't ask how, aber ich hab's geschafft, ich hab's geil, geil, geil! Ja, jetzt bringen natürlich die Feuerkraut nicht mehr so viel. Ganz im Ernst, ich bin froh. Warte mal, Hausbauern zum Kloster, Goblin-Skelett. Weißt du, wie so ein Goblin-Skelett? Nein. Vier, fünf. So, Licht ist 10. Mittlere Wundenhallen ist die 9. Steinwächter. Ich muss den nur ablenken. Nein, es ist dem Troll scheißegal.
So, den kann ich mit normalen Anklicken, kann ich den wieder platt machen. Das ist super, das hat besser geklappt. Es lief besser als gedacht. So, hier hinten gibt es nämlich auch noch ein paar coole Sachen zu finden. Bogen, Lederbeutel, Kron... Oh, noch ein Kronstück und ein Rapier. Der Rapier ist der... Rapier... Schaden 100, benötigte... Warte mal, wir tragen noch ein Rapier. No. Wollte schon sagen, hey, wie geil ist das denn? Hey, Rapier, stärkste Waffe für Geschicktypen, aber... Pff, trage ich ja schon. Ich halunke. Wir haben hier noch eine Steintafel gefunden. Ich gucke auch gleich, was diese so gibt. Finde ich gut, dass es jetzt aktuell super läuft. Also wirklich mit dem Mischpult. Ich hatte jetzt schon echt die Hoffnung, dass es kaputt geht und ich jetzt echt mir in den nächsten Tagen Neues bestellen muss. Und jetzt, wo ich gerade richtig Bock auf Gothic 2 habe. Puh, glücki, glücki. Sechsmal Kronstöckel. Ja, auf jeden Fall. Ich muss dringend... Ich hau mir die, Kronstöckel, die hau ich mir jetzt alle einfach in Dingsbums rein. In Mana. Bogenschützen 2, super, bringt mir leider nichts. Bogen sind wir Schütze, Armbrust sind wir Anfänger, ist jetzt alles nicht so, aber da wir Magier sind, brauchen wir sonst keine Fernkampfwaffe. Einhänder und Zweihänder, also super. Doch, das freut mich, das ist schön. So, was können wir noch machen? Waldbeere fressen, Heilpflanzen, Heilpflanzen. Yay, das bringt uns alle super was. Heilkraut bringt es doppelt. Na gut, noch sehen wir einen Fortschritt. So, Hodges, hast du uns noch was zu sagen? Immerhin haben wir die Trolle da platt gemacht für dich. Bring mir das Jagdbein. Was willst du lernen? Horn des Schattenläufers. Nee, ich brauche eigentlich nichts. Jagen ist zwar gut, aber wir haben Trolle besiegt. Das ist schon ordentlich. So, das werde ich jetzt natürlich noch mal... Wir brauchen nicht mehr so viel. Ah, ich freue mich, ich freue mich. Ich scheiß auf Taschendiebstahl. Ja, auch wenn der sich goldmäßig... Gut, goldmäßig ist jetzt die Frage, was lohnt sich goldmäßig, ne? Eigentlich lohnt sich das goldmäßig gar nicht, weil wir haben echt keinen Goldmangel mehr. Wir können jede Feuerwurzel in ein Elixier des Geistes verwandeln. Allerdings... Das Problem, naja, 122 Mana ist natürlich auch eine kleine Hausnummer. Elixier des Lebens wäre ja auch ganz nice, aber als Magier sind wir mit Mana, glaube ich, echt besser bedient. Das Problem ist, dass du halt diese Kronstöckel halt brauchst und die sind halt scheiß selten. Also wirklich schweinescheiß selten. Ich werde die nächsten Folgen jetzt einfach hier mal ein bisschen abgrasen. Weil ich will noch nicht ins vierte Kapitel. Das ist halt so. Wie viel Stärke habe ich denn jetzt eigentlich? 93. So viel Stärke möchte ich jetzt auch nicht mehr. Eigentlich möchte ich jetzt gar nichts mehr in Stärke investieren. Da könnte ich eigentlich auch mal gucken, was die Äpfel so machen, wenn ich die alle spachtel. Auf jeden Fall mit dem Feuerball können wir hier hinten mal ein bisschen aufräumen. Können noch mal zu Sagitta, vielleicht hat die noch ein paar Tränke für uns. Vielleicht hat die auch noch den einen oder anderen Kronstöckel. Mit 4000 Gold können wir die alte mal besuchen. Ich glaube, in der Höhle gibt es keinen Respawn mehr, ne?
Nee, okay. So, ich glaube, ich mache mal ein bisschen. Wie lange nehmen wir dann schon auf? 30 Minuten, ja. Ein paar Minuten nehme ich noch auf, deswegen. Dann mache ich noch mal kurz eine kleine Sache. Es fängt nämlich an zu stürmen. Und von daher mache ich mal ein bisschen Ruhe im Karton. So. Wunderbar, wunderbar. Ist auch schon alles wieder wesentlich ruhiger. Lecker. Das ist diese Scheißhöhle. Wirklich nur da. Ansonsten hast du nirgends irgendwie so großartig. Ich will jetzt hier nochmal alles abgrasen. Mit Magie, mit Monstern und allem drum und dran. Ich möchte jetzt wirklich ganz gerne. Da hinten die Krypta ist so krass, aber die ist so brutal. Halst übel. Glaubt mir. Da werden wir geklatscht ohne Ende. Das ist nämlich echt übel mit der Krypta hier. Gibt es nämlich ein kleines Geheimnis und das ist auch alles ganz nett und ganz schön, aber wenn du das Geheimnis lüftest, bist du am Arsch. Hier ist noch ein kleiner Zaun. Die haben mir hier einen Grabstein gewidmet. Hier, Sascha, der Spieler weiß gar nicht, warum er da hingehen soll. Ja, ich weiß warum. Und nein, ich werde gehen, ich werde da nicht hingehen. Das wollte ich damit sagen. Das Fenster hat sich jetzt automatisch gekippt. Habe ich das beim letzten Mal hier schon so stark abgegrast, dass hier nichts mehr zu sehen ist? Das ist schon ein bisschen extrem. Speichern, da sehe ich einen Schattenläufer. Yo. Feuerkraut esse ich mal. So, da ist noch ein Schattenläufer. Oh, ist ein Drachensnipper. Ist die Frage, wie viel sind denn das? Na komm her, ich weiß, dass du jetzt an diesen Kadaver willst. Der hat mich nicht mehr im Fokus, das ist ganz gut. Jetzt ist er am Fressen. Oh, war das knapp. Lecco mio. Das ist mir viel zu knapp, ey. Ich glaube, die Drachensnapper sind gegen Feuer gar nicht mal so empfindlich. ...35 Minuten. Ja, dieses Abgrasen.
Drachensnapper ist da hinten noch am. Drachensnapper ist da hinten noch am Essen, das ist ganz gut. Yo, yo, ich das gewusst hätte. Okay, dass ich mir jetzt mein ganzes Mana-Zeug in die Sachen gepfiffen habe, bereue ich nicht. Das sage ich jetzt offiziell. Ja, wir kommen auch ziemlich nah dran. Oh, super. Ich werde mir jetzt sowieso gleich erstmal einen suchen, der mir den ganzen Scheiß beibringt. Der mir auf jeden Fall Geistesmana hier Geschwister beibringt. Was kommt, wenn ich schon hier? Warte mal. Feuerkraut. Okay. Yo. Hallo Zombie. Naja, ein paar Zombies sind ja kein Problem. Aber dass die Skelette so anfällig sind, ey, geil. Geilo, ich kann hier aufräumen. Supi, dupi. Super, wunderbar, freue ich mich. Freue ich mich wirklich, doch, echt. Es ist ganz schön dunkel, ich glaube, ich sollte mal pennen gehen. Also im Spiel hier. Aber dieser Gitter, die hat ja noch ein Bett frei. Ach, wen haben wir denn da? Hallo, so runter. Ja, ja, du bist toll und ich. Du hast den Weg der Magie gewählt. Ja, ja, cleverer Schachzug, aber das wird nichts bringen. Ihr habt alle einen Knall. So, da hinten ist dieser Gitter. Da hinten ist noch so ein Innos-Schrein. Ja, einen Huni können wir mal reinstecken. Ah, der ist geschändet. In dem Kapitel ist der geschändet. Da sollten wir nicht beten, sonst werden wir besessen. Ah, es fängt an zu regnen. Geil, normalerweise müsste ich das Fenster aufmachen, weil da wird es ziemlich richtig schön frisch. Welche Ware hast du? Sag mir, was du. So, was hast du denn hier? Eine Sonnenaloe interessiert mich nicht. Oh, eine Drachenwurzel. Sumpfkraut, Feuernessel, Feuerkraut, Snapperkraut, Heilkraut, Heilpflanze. Tränenpfeffer, reines Mana, reine Lebensenergie. Die hat nichts Gutes für uns. Schade. Wenigstens die Drachenwurzel noch. Das ist ganz gut. Ja, Stärke natürlich. Da hau ich mir schon rein, ne?
Also aus 1 macht 3, da frage ich nicht lange. 96 Stärke, das ist gut. Welcher Trank soll... Geschicklichkeit und Geist. Geschicklichkeit, oh, 20, der Geist, lecker mio. 20 Geschick frisst natürlich hart. Ich dachte, die hätte hier ein Bett. Ach. Ja komm, ist egal. Neoras oder Sagitta ist beides in Ordnung. Wir brauchen noch... knapp 3000. Ich will hier trotzdem noch mal ein bisschen abfahren. Oh, ich dachte schon, draußen regnet es, dabei ist es hier im Spiel. Wow, ich dachte schon, die ganze Zeit, mach es mal aus oder so, aber... Ich glaube, hier unten habe ich soweit alles abgegrast, wie es ging. Schade, schade. Waren die? Die waren doch eben nicht da. Nee. Gucken, vielleicht kann ich mich dort hinlegen. Das Schöne ist nämlich, Mana und Leben sind nämlich, wenn du nicht besessen bist, wieder ganz voll, wenn du pennen gehst. Allerdings auch nur, ja, Benjamin sei da, die Unterwelt war sein Belang. Schön. Och, komm schon. Ja, den Till möchte ich jetzt keinen Feuerball ins Gesicht klatschen. Gut. Dann haben wir das jetzt auch schon hinter uns gebracht. Ich frage mich, wo ich jetzt noch großartig was... Heilwurzel, jo, ist zwar alles ganz nett, brauche ich aber nicht. Ich weiß, wo ich lang gehe. Wo es bestimmt noch was zu holen gibt. Warte mal, den habe ich doch schon abgeklappert, oder? Zeig mir die Auswahl. Auswahl ist nicht sehr groß. Feuerkraut, nee, du hast nix. Heilkraut, ich gucke immer, dass der irgendwas Besonderes hat, aber das hat er ja leider nicht. Gut. Ich gucke, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber ich glaube, das haben wir schon. Jo, sieht für mich so aus, als hätten wir hier schon mal alles abgeklappert. Ich gucke auf die Uhr, 45 Minuten, das reicht eigentlich. Gucken, gibt es hier noch ein Bett?
Ja, es gibt ein Bett, dann kann ich pennen. Passt eigentlich ganz gut, dann würde ich nämlich den Part hier beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich mache hier direkt weiter, weil ich habe gerade richtig Bock. Also bis dann. Ciao. Was haben wir denn hier? 7-3. So, dann will ich auch gleich weitermachen und bis zum Morgen schlafen, dass wir auch was sehen. Uhr 14. Und 43 Sekunden. So. Ja, OBS speichert die Dateien immer dann, wann sie gemacht wurden. Und die muss ich dann halt auch immer benennen. Allerdings ist halt Gothic 2 schwierig, wenn das nämlich, wenn OBS das Fenster einmal checkt, ja, dann muss man es ausnutzen. So doof es klingt, aber dann muss das echt bis zum Erbrechen ausnutzen. Weil ich muss halt Gothic immer mindestens 5-6 Mal starten, bevor ich jetzt hier anfangen kann. Super. Ist natürlich nicht so schlau. Stehe natürlich auch noch richtig schön doof. Ich versuche wirklich nur einen. Akku zu kriegen, dann kriege ich den nämlich besser hin. Na komm her. Das war mir aber zu knapp. Den muss ich besser abschwächen. Achso, ja, stimmt, da war ja was. Oh je, yeah, okay, da war ja was, habe ich ja ganz vergessen. Ja, natürlich auch nur so lange meiner Heiltränke mitmachen. Die Feuerwurzel nehme ich nicht. Und zwar, wenn ich jetzt gleich wieder Mana-Probleme krieg. Dann werde ich diese Elixiertränke benutzen. Okay, Garn, du hast keine Probleme. Gibt's keine Monster mehr, okay. Kann man da oben eigentlich lang oder soll man da lang? Darf man da lang? Ja, kann nämlich auch mal sein, dass hier. Okay, Spiel sagt nein. Wenn das Spiel Nein sagt, sagt das Spiel Nein. Es kann nämlich sein, dass es dann nämlich abstürzt. Bei den alten Spielen ist das nämlich so. Da kann es nämlich schon mal sein, dass du da irgendwo ranglitschst, wo du eigentlich hättest nicht sein sollen. Und dann. Hey, du!
Was macht die Jagd? Es wird immer verrückter hier draußen. Das Jagen hier oben wird unter diesen... Hier. Danke. Was kann... Kommt darauf an. Drachensnipperhorn, das ist natürlich schön, aber ich will nicht jagen. Egal, Mann. 1500 brauche ich noch. Hier gibt es doch bestimmt noch ein paar Monster. Kommt schon, Leute. Da ist noch ein Drachensnapper. Was haben wir hier? Da ein geschändeter Schrein. Fehlen mir noch. Ah, nehme ich nochmal 2 Blauflieder. Passt. Feldrübe! Yay, Heilpflanze! Komm, davon nehmen wir auch nochmal ein paar. Komm, nehmen wir das Butlerfleisch, ist egal. Oh, schon wieder falsche Taste gedrückt. So, dürfte jetzt gar nicht mehr viel sein, ne? 1500, mindestens 800 habe ich bekommen, glaube ich. Na doch, stimmt, da habe ich ziemlich früh geguckt. 1100 ungefähr. Hier müsste es doch noch ein paar Snapper geben. Na gut, gar seine Schafe möchte ich jetzt nicht unbedingt abschlachten. Hallo, suchen da. Ja, ja, da bin ich. Wie ihr seht, ich zähle den ganzen Shit mit. So, wenn ich ihn nämlich einzeln habe, ist es kein Problem. Das Problem ist nämlich, wenn die nämlich zu zweit sind und ich da einen Feuerball jetzt hingeschossen habe, dann kommen die nämlich beide und dann bin ich am Arsch. So, will ich mal gucken, was ich mit dem hier mache. Ob das hier auch mit dem so leicht geht, müsste eigentlich. Aber ich glaube, der ist... Ja, der kriegt von Magie kaum Damage. Ja, ist klar. Ich da gerade Glück gehabt. Ja, die sind gegen Magie durch die Robe halt super geschützt. Aber ich habe eine Stufe bekommen. Supi, supi, dupi. Ist jetzt die Frage, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Ich würde sagen, ich gehe jetzt in Richtung. Ich gehe jetzt ins Kloster. Warum eigentlich nicht? Was soll der Geiz? Gehe ich ins Kloster zum Meister Neoras und sag zu dem: Yo, Alter, hier, ich will mal hier ein bisschen was lernen. Kümmere dich um mich. Und dann macht er das bestimmt. Und dann haue ich mir 5 Mana-Tränke rein. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Und dann kann ich mir nämlich auch mal anfangen, die Äpfel reinzupfeifen. Hey! Kann ich... Ich werde dich...
Gut. Ich habe zwar jetzt nur noch 5 Lernpunkte, aber... Feuerwurzel und Kronstöckel. Feuerwurzel und Kronstöckel. Ah, oh, super. So, wie viele Kronstöckel habe ich da noch? 3 Stück müsste ich noch haben. 2, okay. Macht aber nichts. Ich hau mir das jetzt alles richtig rein. Jo. So, das war auch nochmal 147 Mal. Das war nochmal ein ordentlicher Boost. Ich denke, das reicht auch. Gehe ich nochmal pennen, beim nächsten Innerschrein nochmal beten, wenn es halt klappt. Und dann sind wir eigentlich soweit auch ready. Und könnten dann... Ja, meine Kamera lasse ich offen. Ich müsste jetzt eigentlich... Kann man eigentlich auch an diesem Innerschrein beten oder ist das so ein spezieller Schrein? Mana plus 1. Ah, oh, super, duper. Wunderbar. 148 Mana. Perfekt. Es gibt nichts Besseres. Piruka ist ja jetzt nicht da. Das bedeutet, ich könnte Pforten des Klosters offen. Ah, komm, Milton macht das schon. Könnte jetzt so langsam zum Sonnenkreis gehen. Jo, zum Sonnenkreis gehe ich noch und dann beende ich auch den Part. Wir haben, 57 Minuten. Das ist natürlich schon ordentlich. Ich habe auch da einen Schreibfehler gemacht. Ich habe 2x71 reingepaukt. So, ich habe jetzt nochmal Sauspark reingehauen, den Zeitraffer. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11, 12, 13, 14. Okay, 15 Äpfel geben Stärke 1, glaube ich. Ne, 25 Äpfel, okay. Aber gut, 97 Stärke, das läuft. Ups. Ja, das war nicht so. Das war der Zeitraffer, dann ist das alles ein bisschen schneller. Kann man natürlich machen, wenn man jetzt größere Wege zurückgehen will, aber wir wollen ja hier nicht. Wir wollen ja hier nicht cheaten, mieten. Wenn du kein Magier bist zum Beispiel, dann kriegst du von den Statuen jeweils ein. Oder gildenlos, dann kriegst du von den Statuen jeweils ein Geschick und ein Mana. Geht aber auch nicht unendlich lang. Hier, ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Und ob? Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer, ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Wolltest du uns nicht irgendwie... Kannst du mir was beibringen? Wenn du zahlen kannst. Wie gesagt, ich bin zurzeit etwas mittellos. Wie viel verlangst du? 150 Gold. Vielleicht. Ja, ist klar, ne? Erst mir die Kohle geben wollen und dann sagen, bin mittellos, gib mir mein Geld wieder. Hättest du auch sagen können, okay, weißt du was, du hast mir die Armbrust besorgt. Dafür lass ich dich an meinem Wissen teilhaben und ein paar XP wären schöner gewesen. So, ich bin mit 148 Mana eigentlich gewappnet. Oh.
Nicht sneaken, rennen. Danke. Ich glaube aber nicht, dass noch welche Gegner kommen. Ach, weißt du was? Ich gehe noch nicht dahin. Ich gucke mir jetzt mal den Pyramidenplatz an. Doch, das kann man machen, aber erst im nächsten Part. Gibt's hier noch irgendwie... Nee, ich dachte, hier gäbe es noch ein paar Dunkelpilze. Ich beende den Part. Wir sehen uns, sonst wird das nämlich zu lang hier. Mach's gut, ciao.